Der Tod spielt ja im Leben der Menschen oder hat immer schon eine zwar sich verändernde Rolle gespielt, aber es wird immer geprägt davon, dass man ihn zu erklären versucht, das Unbegreifliche daran mit religiösen Begriffen, mit philosophischen Begriffen bis hin in die Metaphysik. Und es ist immer irgendwo etwas Esoterisches, wenn man über den Tod spricht. Dabei ist er eigentlich das Natürlichste, was es überhaupt gibt, genau wie die Geburt als solche. Ich bin in einem sogenannten Hungerlager während einer Dürrekatastrophe 84, 85 in Äthiopien, im Norden Äthiopiens gewesen. Bin aus einem Auto ausgestiegen und mir ist auf einer Ebene, wo diese ganzen Zelte gestanden sind, ein Mensch entgegengekommen von vielleicht 30, 35 Jahren. Und dann passierte etwas, was ich nie in meinem Leben werde vergessen können. Nämlich, dieser Mann ist plötzlich ohne die geringste Abwehr seiner Hände, fiel der Stock zu Boden und dann fiel der ganze Körper vornüber flach auf das Gesicht und blieb liegen. Er war gestorben und ich begann mir da zum ersten Mal Gedanken darüber zu machen, an dem Mangel an Nahrungsmitteln und an Flüssigkeit. Es gibt in der Entführung aus dem Serail dieser Oper, wo die Constanze und ihr geliebter Belmonte, dieses Paar, das heiraten will, von dem Tod durch Gewalt bedroht werden. Und der Mann ist besonders todesängstlich und drückt seine Todesangst verzweifelt aus. Und er beruhigt ihn, die Frau, mit dem für mich letztendlich gültigen Satz: Solange man lebt, was ist denn der Tod? Der Übergang zur Ruhe.